darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Mich sehr, euch so zahlreich bei diesem Event begrüßen zu dürfen. Das ist ein ganz besonderer Abend heute. Es ist keine Vernissage, die wir das so üblicherweise veranstalten, aber ich freue mich sehr, dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Walter hat mich gefragt und ich war natürlich sofort bereit, diese Räume zur Verfügung zu stellen. Und damit endet aber eigentlich auch meine Arbeit. Ich bin heute nur Gastgeberin und sehr gern. Silence like a cancer grows. Ja, guten Abend. Ich will aber sagen, wie das Event zustande gekommen ist. Ich bin früher gefragt worden, ob ich ein Aktbild von der Amina Nagy ins Haus der 2012 malen würde. Für einen guten Zweck. Sagt natürlich, ist attraktiv, charmant, interessant und hat das zugesagt. Und das erste Bild wurde dann auch, und zwar sollte das sein für die Organisation Dance Against Cancer. Das Bild wurde dann im Hall in Mai in der Hofburg präsentiert und letzte Woche bei einem Galaabend versteigert. Also ungefähr 4.000 Euro. 4.000 Euro. Was so heute verkauft wird, bekommt die Organisation 50%. Aber noch was gemacht, damit die Schwelle nicht so hoch geht, bin ich mit den Preisen merklich heruntergegangen, bis zu 50%. An echo in the wills of silence. Wir haben eben unser neues Dance Against Cancer Jahr schon begonnen. Das heißt, wir sammeln schon wieder, wir wissen, welche Projekte von der Krebshilfe wieder finanziert gehören und wir versuchen natürlich dann wieder bis zum nächsten Jahr um die Zeit einen möglichst hohen Scheck zu haben, dass wir die neuen Projekte dann auch wieder tragen können. Wichtig noch vielleicht zu sagen, zur Organisation ist komplett ehrenamtlich, das heißt wir bestehen nur aus Leuten, die nichts dafür kriegen, also keinerlei Organisationskosten und die Gelder, die wir eben als Spende bekommen, die gehen dann 1:1 an die Krebshilfe weiter. Vielen Dank. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls.
silence.